Das ist der sogenannte Carbon Fighter 3, Projekt 3, wie in meinem vorletzten Video, glaube ich, hatte ich dann ja gezeigt, wie ich ihn bekommen habe. Jetzt haben wir es quasi 2 Wochen später und circa. Ja, und ich habe ihn endlich fertig. Ich muss sagen, mit der Karosserie und dem grauen Felgenring harmoniert das richtig gut. Gefahren bin ich eben auch schon eine Runde. Nachteil ist so ein bisschen die Lenkung hier. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass die so schwabbelig ist. Seht ihr das? Währenddessen ich das Rad hier bewege, bleibt das stehen. Und das gleiche auch mit dem. Ich kriege den halt nicht richtig getrimmt, dass er gerade fährt. Entweder fährt er so oder er fährt so, weil da so viel Spiel drauf ist. Seht ihr das? Das ist scheiße, ist das im Fachdeutsch gesagt. Das ist so ein bisschen noch das Ding, da werde ich nochmal beigehen müssen. Boah. Karosserie hatte ich auch schön verändert. Ich habe die ein bisschen versucht zu flicken mit Epoxidharz und so. Das ist mir nicht ganz so gut gelungen. Von innen, Moment, so. Das ist ein bisschen viele Lufteinschlüsse drin. Aber gut, irgendwann vielleicht nochmal beigehen. Ist ja auch nicht so wild. Letztendlich kommt es aufs Fahrzeug drauf hin an. Der fährt sich ganz, ganz anders als wie mein Carbon Fighter 2, den ich vorher hatte. Viel direkter alles und der Motor auch gut. Der läuft richtig gut. Ja, mit dem schönen Auspuff, den ich noch von meinem CF2 abgebaut habe und meinen Valbro-Vergaser, ist eigentlich soweit alles ganz gut geworden. Ja, Spur muss ich glaube ich noch ein bisschen nachstellen, das ist alles noch nicht Zeit, bis nichts ganz ist, aber ich denke mal für die erste Fahrt für heute ist es okay. Was auch noch so ein bisschen das Problem ist, wenn ich ihn anmache, er rollt gleich los, also im Standgas irgendwie. Ich weiß nicht warum, ob die Kupplung zu früh greift oder so. Ich kann ja mal gucken, ob ich es hier hinkriege. Seht ihr das? Der rollt sofort los. Ja, und das gefällt mir halt nicht. Jetzt geht es natürlich, weil der Servo auf Bremsen ist. Macht sich halt selbstständig. Das gefällt mir nicht so. Bin eigentlich ganz froh, dass ich den so ganz gut wieder hinbekommen habe. Ich denke mal, viel Tuning werde ich ja nicht machen. Ich denke mal, da habe ich mich ganz gut beim Carbon Fighter 2 ausgetobt. Letztendlich habe ich hier so ein bisschen hier eine Halterung gebaut für die Benzinschläuche. Das sind quasi von Stabi-Stangen vom 1:10er, genauso wie hier auch. Und das ist so ein Klettding vom sowas hier, vom Bügelhalter. Ja, Gasgestänge ist auch ein anderes, das habe ich auch aus einer alten Fahrradspeiche geschnitzt. Ganz gut geworden eigentlich. Vorne mit einer kleinen Feder dran, dass er ein bisschen weicher geht, wenn er bremst. Aber bei dem Auto gibt es eigentlich nur Vollbremsung oder gar keine Bremsung. Dieses Zwischending geht halt bei dem Teil nicht. Ja. Bin auf jeden Fall sonst soweit damit ganz zufrieden. Ich werde mal gucken, dass ich noch die Mankos hinkriege. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Und ja, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, Ideen habt, sonstiges, schreibt in die Kommentare rein. Ja, das war es auch schon von mir und ich würde sagen, alles Gute, bis dann erstmal, euer Ossi von Ossis RC Planet.